Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Und hiermit willkommen zu The Binding of Isaac Rebirth Version 1.01. Jawohl, ich bin Roter Rosenboy, der Neue auf diesem Kanal. Und jetzt wird ein bisschen Isaac gezockt, ne? Ich habe natürlich schon einen Pfeil, 10 Stunden Spielzeit. Ich werde den jetzt benutzen. Wenn ihr darauf besteht, dass ich einen neuen Pfeil mache, kann ich dann auch tun. Aber jetzt erstmal mach ich mit dem New Run mit Isaac. So. Wer nicht genau weiß, was das Spiel so ist, ich meine, warum... Oh, lol. Mein Steuerungsrad festgegangen. Oh, okay, das war schon mal richtig scheiße. Das Intro habt ihr gerade gesehen. Ihr wisst, worum es geht. Und warum Isaac hier im Keller ist. Der Keller ist mit Monstern besetzt. Das weiß man nicht warum, aber... Ja. So, das ist hier ein random generiertes... Also man kriegt immer, wenn man neu startet, andere Räume und alles anders. Was? Achso, schließlich fliegen, oder? Oder? Hallo? Oder auch nicht. Und das Ziel des Spiels ist es halt, den Endboss zu killen. Am Anfang, wenn man neu startet, ist es nur Mom. Dann ist es Moms Heart, kriegt man 2 neue Gebiete. Und dann kann man in Himmel oder Hölle gehen. Ich habe jeweils alles schon erledigt. Man kann aber mit, ich glaube, 10 Charakteren immer wieder mal das halt auch probieren. Mit Isaac, also mit diesem Charakter, habe ich bisher Mom's Heart und den Teufel gemacht. Mir fehlt noch der Himmel. Da ist der Gegner Isaac. Ich weiß nicht genau warum. Aber noch eins, das kommt nach dem Himmel, das schaltet man erst wieder frei, das seht ihr dann vielleicht noch, keine Ahnung. Und ich musste bei Steam offline gehen, weil wenn ich unten rechts eine Benachrichtigung kriege, dieser Vollspiel, das und das, dann würden die Frames auf 30 sein, nicht auf 60, und das Spiel wäre in Zeitlupe, was nicht so viel Sinn macht bei 30 Frames, aber es ist in Zeitlupe. Deshalb ist es jetzt viel angenehmer. Okay. Ah. Oh, die Pahu. Okay,
Das Lustige ist, gerade eben habe ich auch schon aufgenommen, das erste Level hier. Aber mit den Frame Drops, das heißt, ich also habe ich neu gestartet und ich hatte genau diesen Boss am Anfang auch. Warum ist das möglich? Ist das Schicksal? Oder ist einfach nur geil auf mich? Boah, ich kack gerade richtig ab. Was soll das? Erstmal nicht so gut angestellt, aber Speed up und Size down und eine Pille. Full health. Immerhin. War jetzt nicht so geil, aber... Naja. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Ups, Entschuldigung, ist so ein Reflex. Aber nächstes Mal lacht es. Kommt dann immer so schöne Sachen, die passiert sind, die eigentlich gar nicht so schön waren. Und man sieht halt, in welches Level man kommt, von wie vielen Level. Das lasse ich gleich mal, damit ich euch auch sagen oder zeigen kann, wo sie sind. Wie das halt aussieht, bevor man es halt schon einmal durch hat und nachdem man es halt durch hat einmal. Weil es verändert sich ja. Levelanzahl. Okay, ich habe zwei Schlüssel, das ist gut. Ich brauche ja einen jetzt. Im ersten Gebiet ist der Itemraum, diese goldene, immer gratis, ohne Schlüsselanforderung, aber im zweiten Gebiet brauchst du dann einen immer. Oh Mann, ey, was mache ich überhaupt? Ich spiele gerade nicht so gut. Das hatte ich noch nie. Das sieht aus wie ein Zahn oder so. Unicorn Stump. What? Kann ich jetzt Gegner betäuben? What the fuck? Das ist ja wieder das Horn. Das heißt, ist wie bei Mario, wenn du den Stern einsammelst. Bist du unverwundbar und tötest alles, was dich berührt. Das ist halt genauso wie beim Horn vom Einhorn, aber das ist nur so ein Stumpf. Also ist die Wirkungsdauer vielleicht viel kürzer oder so. Ich weiß es nicht. I don't know. Er kommt immer her. Okay, ich kann es aber jeden Raum einsetzen. Jetzt probiere ich das nochmal. Ja. Ich kann nicht schießen, ich kann nämlich... Hä? Hat das überhaupt irgendeinen Sinn? Oder ist das einfach nur... Ich bin kurz unverwundbar und kann abhauen. Vielleicht ist es das? Kann ja sein. Oh nein! Frame Drops! Warum? Okay, keine Ahnung. Das Abfließen des Raums hat das Spiel verwirrt. Oder eher Fraps verwirrt. Okay. Der zweite Boss ist gleich am Stissel. Monster! Ey, ey, ey! Der klassische Gegner. Oh. Ach ja, das Spiel gibt's auf Steam für 15 Euro. Es lohnt sich meiner Meinung nach, weil es hat eigentlich unendlich Wiederspiele. So ein unendlich Spiel, das kann man für immer und ewig zocken. Rein theoretisch. Ich weiß nicht, ob man dann rein praktisch auf die Liste zu hat. Außerdem hat es noch einen Koop-Modus, aber nur einen lokalen. Das steuert, da braucht ihr noch ein extra Gamepad dafür, für PC und sonstiges. Dann drückt diese Person dann halt eine Taste auf dem Pad und dann ist sie so ein kleines Familiarvieh, das um dich rumschwirrt. Vielleicht kriege ich davon noch eins, dann kann ich euch zeigen, wie die aussehen. Das ist jetzt der Devil Room. Da gibt es manchmal so Items, die Herzen kosten, also wirklich für immer weg sind dann die Herzen. Aber hier sind nur Kisten, das heißt, es können Pillen, Spinnen oder sonstiges da rauskommen. Okay. Die Batterie würde jetzt mein Item auffüllen, wenn ich es benutzt hätte schon. Range down. Boah, ich krieg echt nur Bullshit. Luck up. Alles klar, vielleicht kriege ich jetzt noch was Besseres. Pubertät. Jetzt habe ich ein paar Haare. Und eigentlich gar nichts außer das. Dann soll ich kurz zeigen. Jetzt bin ich wieder im Unicorn-Modus. Batterie ist wieder voll. Ohne dass ich noch einen Raum abschließen musste dafür. Ich habe jetzt noch einen Schlüssel und 15 Münzen. Das ist ziemlich gut. Deshalb kann ich mir was hier im Shop kaufen. Die Bibel könnte ich mir holen. Die Bibel. Jetzt kann ich auch... Wenn ich die aktiviere, kann ich fliegen. Zum Beispiel kriege ich jetzt die ganzen Münzen hier. Das
ziemlich nice. Und wenn ich gegen Mom und Moms Heart kämpfe und das aktiviere, ist es Instant Death für die. Also auch ziemlich easy kill. Ja, hier kann man donaten. Es hat bisher ein paar Errungenschaften gebracht und vielleicht ein, zwei Items, aber genaueres weiß ich jetzt nicht so. Ah, scheiße, ich habe den Secret Room gar nicht gesucht. Ach, egal. Also hier werden jetzt die zwei Level vor dem Totenkopf da weg, wenn man es ganz neu spielt, weil man die dann erst freischaltet. Und jetzt habe ich hier einen speziellen Abschnitt, das heißt, ich habe keine Map. Das kann auch random passieren, dass man sowas mal bekommt. Das ist jetzt... Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah, das ist ein Bug. Gut. Dann muss ich jetzt das Spiel schließen und wieder reingehen. Aber ich kann ja continue, also ich starte genau an derselben Stelle. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich, ciao! Ich kann nicht mal die Aufnahme beenden mit dem Knopf. Ja, das macht sich eh von selbst, wenn ich das Spiel schließe. Also, bis gleich!